Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild am Hateno-Institut. Und wir, ich würde mal sagen, wir schauen mal direkt rein. Wir wollen keine Zeit verplempern. Was haben wir hier für Leute? Guten Morgen. Das hier ist das Hateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Okay. Wir versuchen, uns so kurz wie möglich zu halten. Guten Morgen. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Was du da am Gürtel trägst, ist es etwa ein Shika? Ohne Zweifel, ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis-Modul, aha, aha, ein Magnetmodul, oh. Ein Bombenmodul und ein Kryon-Modul. Und was noch? Was noch? Das waren alle Module? Verstehe. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht das... die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simin. Und du bist Link, oder? Woher kennst du mich? Impa hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Shika-Stein hier auftauche, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, Frau Direktorin, das ist ein waschechter Shika-Stein. Moment, ich dachte, du bist der Direktor. Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht dort, direkt dort. Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikenforschung, Pura. Kachika! Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Was für eine Überraschung. Die hat uns also, auf Deutsch gesagt, hinters Licht geführt. Hahaha, da bist du baff, oder? Nicht Simon ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Kachika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Ehrlich gesagt nicht. Was? Ich bin bestürzt, meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Nein. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notiert. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind? Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment. Oder naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft, nicht lesen. Oh, aber genug davon, zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unser geliebtes Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule deines Shika-Steins zu aktivieren. Ich bitte darum. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Shika-Stein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich haben wir doch schon geglaubt. Interessant, nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen kannst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden?
dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Okay, das war viel Text, aber auch sehr amüsant, zum Teil. Okay, Moment. Wahrscheinlich brauchen wir eine Fackel, die haben wir hier. Ohne Fackel können wir mit Sicherheit nicht die Fackel, beziehungsweise hier vorne, doch, die Fackel hier anzünden. Die Feuerschale, oder wie sie heißt. Dafür müssen wir erstmal die Fackel ausrüsten, das wäre auch nicht so schlecht. Und dann müssen wir diesen Feuerborn erstmal suchen. Irgendwo muss er ja sein. Eine blaue Flamme. Diese wird dann wahrscheinlich irgendwie, ja, den Strom wiederherstellen im Institut, keine Ahnung. Erstmal kurz gucken, ob da irgendwie jetzt Regen angekündigt wurde. Aber nein, es gibt anscheinend erstmal keinen Regen in nächster Zeit. Das ist sehr gut, damit unsere Flamme nicht ausgeht. Unterwegs. So, und ich bin jetzt auch gerade nicht mehr so ganz sicher, wo der Flammborn ist, aber ich glaube, es war gar nicht mal allzu weit vom Institut entfernt. Muss sie auf jeden Fall irgendwo in Hateno sein. Alles andere wäre ja auch gemein, wenn man quer durch Hyrule reisen müsste. Nur um die blaue Flamme zu entzünden. Oder hinten. Seht ihr das auch? Diesen Felsen. Wenn da mal keine blaue Flamme ist, Freunde. Ist doch schon weiter entfernt als gedacht. Oh, warte mal. Erstmal ein paar Äpfel. Die können wir gut gebrauchen. Viel später. So, und dann mal auf. Oh, nee, noch nicht zum Feuer erstmal. Noch mehr Äpfel abgrasen hier. Perfekt. Rüber hier, nicht ins Wasser plumpsen. Dann haben wir unser Ziel doch schneller gefunden als gedacht. Ich dachte, wir müssten länger suchen. Aber nee. Zum Glück nicht. So, Fackel haben wir auch zur Hand. Ja, genau. Sehr, sehr nice. So, und unterwegs können wir auch diese kleinen Fackelchen, anzünden. Das ist aber, glaube ich, nur dann hilfreich, wenn es echt anfängt zu regnen. Damit wir dann nicht ganz zurücklaufen müssen zum Ausgangspunkt. Erstmal müssen wir jetzt schauen. Ach, da hinten ist noch eine weitere Fackel. Aber es ist nicht der Weg zurück, oder? Nee. Also wenn wir den Fackeln auf jeden Fall folgen, dann müssen wir auf jeden Fall auch zurück zum Institut kommen. So viel ist auch eigentlich klar. Und ich mag einfach diese Musik hier in Hateno. Die ist einfach so beruhigend. So, jetzt können wir natürlich nicht die, Äpfel mitnehmen. Ich meine, gut, könnten wir schon Fackel einstecken und dann die Äpfel holen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Kann ich auch später nochmal machen. So. Sind wir hier immer noch richtig? Müssen wir eigentlich. Es geht zumindest wieder bergauf, das ist ein gutes Zeichen. Denn bergauf geht's zum Institut. Krasse Umgebung, okay. Hier ist keine weitere Fackel zum Anzünden, das... Doch. Hier haben wir sie. So, ich weiß gar nicht, wenn es jemand von euch spielt, hatte jemand schon mal Pech gehabt? Sprich, dass es angefangen hat zu regnen, während er hier diese Fackeltour gemacht hat? Würde mich ja schon interessieren. Vor allen Dingen, geht die Fackel dann immer sofort aus nach ein paar Sekunden oder kann man zumindest so ein paar Meter zurücklegen, um zumindest die, ja, am nahest gelegene Fackel zu entzünden? So, jetzt gehen wir aber verkehrt, oder? Hier ist zwar eine Fackel, aber... Ist auf jeden Fall nicht ganz... Hä? Nicht ganz richtig? Wieso ist denn hier... die Fackel wieder aus? Waren wir hier nicht eben? Das wundert mich jetzt aber. Oder... Hä? Na, wie dem auch sei. So, wolkig ist es jetzt zwar, aber es dürfte normalerweise jetzt nicht anfangen zu regnen.
So. Wir müssen jetzt weiter nach oben. Da links ging es zum Bauernhof. Da waren wir auch noch nicht. Müssen wir auch noch mal hin. So, und hier rechts geht es dann, glaube ich, zum Strand. Und geradeaus müssten wir jetzt eigentlich gleich das Institut wieder erreichen. Da sehen wir es auch schon. Und da bin ich mal gespannt, ob sie uns tatsächlich helfen. Vor allen Dingen die Frau Direktorin, die wie ein Kleinkind aussieht. Oder ob sie uns nur verarscht hat. Das wäre aber natürlich schon ziemlich gemein. Wenn sie uns hier die ganze Fackeltour ablaufen lässt und dann Edgy Badge sagt. Naja, sei es drum. So. Da haben wir sie also. Hier unseren Feuer, unser Feuergefäß. Das Athenoinstitut wurde als Teleportziel aktiviert. Nice. Okay. Jetzt schauen wir nochmal rein. Tach. Vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert es nun mal. Hihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule deines Shika-Steins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, dann ruf mal ganz laut Kachika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Kachika. Ja, so muss sich das anhören. Alles klärchen, die Reparatur des Shika-Steins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir's an. Okay, sie hat uns auf jeden Fall nicht hinters Licht geführt. Jetzt sind wir mal gespannt, was es für Basismodule sind. Fotomodul. Hyrule-Handbuch, Album. Fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Das heißt, wir können Fotos machen? Klingt erstmal strange, aber warum nicht? Fotomodul. Erstellt ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Modul erhalten. Und was sind das für 12 komische Fotos? Sehr mysteriös. Haben wir die gemacht? Reparaturvorgang abgeschlossen. Und fertig. Na, wie ist alles wieder aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Oh. Naja, warum auch nicht. Also, bitte schieß sagen oder so. Ja, speichern wir jetzt mal. Kachika! Und wie läuft es mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Naja. Ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon! Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ja, selbstverliebt ist sie auch noch. Ach, ich bin das? Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Nanu, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß, du hast das Gedächtnis ja verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerung wiederherzustellen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon mal dabei bist. Bring mir antike Materialien, gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Rubello vom Akala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas Feines. Dann los. Hört sich sehr interessant an. Merken wir uns auch mal.
Und ich sehe gerade, dass die Aufnahme schon wieder etwas asynchron läuft. Das heißt, ich muss nochmal wieder nachprüfen. Verborgene Kräfte, neue Nebenaufgabe. Und ja, gleich geht's hier weiter. So, jetzt müsste es weitergehen. Im Normalfall. Okay, was machen wir als nächstes? Wir sollen nochmal zurück zu Impa und ihr die alten Fotos zeigen. Aber jetzt können wir uns eigentlich nochmal kurz teleportieren. Und zwar erst einmal. Kurz überlegen. Zum Turm der Zwillingsberge nicht. Zum Turm, Hateno-Turm auf jeden Fall. Wir wollen nochmal den großen Wasserfall begutachten. Der sah ja schon verdächtig aus, beziehungsweise ich habe ja schon vermutet, dass da noch irgendwo ein Schrein sein muss. Unser Schreinmodul hat ja auch schon mal kurz geblinkt. Also ich bin mir eigentlich schon relativ sicher, dass da was ist. Aber gut. Gemeinsam schauen wir mal, ob da was dran ist. Die Zeit nehmen wir uns jetzt, mal wieder ein bisschen nach der Story auf Erkundung zu gehen. Da wären wir und dann schauen wir mal, ob wir hier einen Wasserfall sehen. Das sehen wir. Ist das der? Ich hoffe. Wir schauen mal einfach. Also, hua! Ein bisschen hinschweben. Kann nix scha kann schon mal nicht schaden. Okay. Ich glaube sogar, da war irgendwie eine Höhle in der unmittelbaren Umgebung von dem Wasserfall und der müsste dann zu einem Schrein führen. Dieser Durchgang, diese kleine Höhle. Jedoch, irgendwie, warum auch immer, schlägt unser Schreinmodul nicht aus. Irgendwie nicht so pralle. Ist es vielleicht doch der falsche Wasserfall? Das wäre ja gemein. Das Schöne wäre, wenn wir das schaffen würden und den Schrein finden würden, dann könnten wir schon beim nächsten Mal wieder einen neuen Herzcontainer oder Ausdauercontainer uns angeln. Oh, Gegner. Natürlich. Ich wollte jetzt gar nicht hier klettern, ehrlich gesagt. Das hat er automatisch gemacht. Okay, wir gehen jetzt mal hier außen rum. Noch schlägt immer unser Schrein Finder nicht aus. Also, vielleicht ist er auch kaputt, wer weiß das schon. Hat vielleicht einen Schaden bekommen. Aber es muss doch der Wasserfall sein, oder? Ich meine mich erinnern zu können, dass da was ist. Mal eben kurz gucken auf der Karte. Ist hier noch irgendwo ein anderer Wasserfall? Ja. Ja, ich glaube, wir sind am falschen Wasserfall. Natürlich. Schaffen wir das überhaupt? Ich glaube nicht. Rüberschwimmen ist keine Option. Okay, machen wir es anders. Nochmal uns teleportieren und zwar zum Kamuyo-Schrein. Weil von dort aus kommen wir vermutlich schneller zum anderen Wasserfall. Der muss es aber sein, weil ich bin mir ganz sicher, dass hier in der Nähe an einem Wasserfall ein Schrein ist. Das würde ich wirklich wetten. So falsch kann ich nicht liegen. Gut. Ja. Können wir von hier klettern? Das ist keine gute Idee. Also rennen wir erstmal. Aber stimmt ja auch. Hier hat es angefangen auszuschlagen. Genau hier an dem Schrein. Also muss es der Wasserfall hier in der Umgebung sein. Und nicht der gegenüber vom Turm. Okay, finden wir irgendeinen Weg dorthin. Vielleicht hier über diesen Felsvorsprung könnte funktionieren, wenn wir uns hier irgendwo erholen können. Sieht aber irgendwie gerade nicht so aus. Nee. Ich glaube, von hier aus schaffen wir das nicht.
Nicht wirklich? Okay. Dann eben anders. Irgendwie finden wir schon einen Weg, den Berg zu erklimmen, weil ich glaube, wir müssen hier bergsteigen, um zum Wasserfall zu kommen. Alles doof. Okay, immerhin hier. Ein bisschen erholen. Ich hoffe, wir können das überhaupt erreichen schon. Den Wasserfall. Es wäre ja doof, wenn das noch gar nicht möglich wäre. Weil wir zu wenig Ausdauer haben. Kann natürlich auch sein. Das schaffen wir nicht. Boah, wie machen wir das denn? Moment, vielleicht hier. Das könnte funktionieren. Hier können wir stehen. Und dann klettern wir jetzt hoch. Ein bisschen schräg. Ich glaube, wenn man schräg klettert, dann verliert man weniger Ausdauer. Ich kann mich auch irren. Ich glaube, ich irre mich sogar. Weil viel weniger ist es irgendwie auch nicht. Komm, das muss aber jetzt reichen irgendwie. Es kann nicht so schwer sein, diesen doofen Wasserfall zu erreichen. Das reicht aber diesmal. Oder? Ups, das war jetzt doof. Nein! Nein, 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 nein. Bleib stehen. Was macht der? Oh Mann, oh. Alles zunichte. Es läuft hier überhaupt nicht. Ich glaube, den Schrein erreichen wir nicht. Wir bekommen es nicht gebacken, da hochzuklettern. Da ist auf jeden Fall dieser doofe Schrein. Ach hier, von hier aus geht's bestimmt, oder? Ja. Ich war einfach zu doof, den richtigen Weg zu finden. Das kann natürlich auch sein. Von hier aus wird das auf jeden Fall reichen. Ich habe mich sogar noch erholen können einmal. Habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber okay. Puh. Und ich dachte echt schon, wir schaffen es noch nicht. Aber anscheinend doch. Okay, wir nähern uns dem Schrein auch schon an. Schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Hier nochmal hinauf. Dann haben wir den Wasserfall erreicht, aber auf der verkehrten Seite. Wir müssen, glaube ich, von unten die Höhle suchen. So, Link, renn noch mal ein bisschen. Wir sind auf jeden Fall richtig. Auf der richtigen Fährte sind wir in jedem Fall. So. Hier ist... Oh, ich weiß nicht. Kann auch hier oben gewesen sein. So eine geheime Höhle oder so. Aber hier ist der Ausschlag noch nicht allzu stark. Ich vermute eher unten. Insofern würde ich sagen, segeln wir gleich mal hinunter und schauen mal nach. Ob da irgendwo eine Höhle ist. Sieht auf jeden Fall auch schön aus hier. Tja. Haldrigö! Ist hier eine Höhle vielleicht irgendwo? Das sieht irgendwie gut aus. Ist hier auch ein Schrein drin? Ja! Der Daun-Nähe-Schrein. Wir haben es auch noch geschafft, den zu erreichen. Ich wollte ja eher schon die Hoffnung aufgeben, aber nee. Okay, nichts wie hinein. Den schaffen wir in jedem Fall noch, den Schrein.
Also es sei denn, da kommt jetzt irgendwas Unvorhergesehenes, sodass wir gefühlte 10 Stunden brauchen, aber das hoffe ich mal nicht. Drei Kisten. Was hat's mit den drei Kisten auf sich? Gute Frage. Ich vermute mal, dass wir die hier auf dem großen Schalter platzieren müssen, weil das sonst nichts bringt, weil der sonst nicht betätigt wird, weil er einfach zu schwer ist. Auch zu schwer für Link. Wir brauchen erstmal, was vermute ich jetzt mal, das Magnetmodul. So. Moment. Her mit dir. Da oben haben wir noch mal. Muss ich jetzt einfach Pfeile verwenden? Aber bestimmt, oder? Will ich eigentlich gar nicht. Die sind mir gerade zu heilig. Eigentlich. Ja, nicht mal treffen kann ich. Jetzt klappt's doch. Drei Pfeile verschwendet. Beziehungsweise ein Pfeil verschwendet. Weil wir haben ja zwei gebraucht. Doch. Wir bekommen das von hier aus. So, drei Kisten, hat er gesagt. Heißt, eine haben wir da hinten noch. Die sollten wir auch bekommen. Im Normalfall. Können wir die auch aufmachen? Oder ist es dann Gewichtsverlust quasi? Keine Ahnung. Mal gucken. Das war auf jeden Fall das Rätsels Lösung. Oder ist das eine Tür überhaupt? Keine Ahnung. Oder ist es ein Block, den wir da aktiviert haben? Freigelegt haben? Keine Ahnung. Was finden wir? Ein Bernstein. Nice. Was noch? Ein Opal. Wow, ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmutt. Ach, haben wir schon mal gelesen, glaube ich. Und ein Zora-Schwert besitzt eine dünne Klinge und Verzierung im Stil der Zoras. Die Klinge besteht aus einer höchst widerstandsfähigen Legierung und rostet auch im Wasser nie. Und wir haben keinen Platz mehr. Gut. Was kann denn dann mal weg? Eine Holzfäller-Axt. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann doch lieber das Zora-Schwert. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie mit dem Teil was anfangen können. Ich vermute mal ja. Ich weiß noch nicht genau was. Aber irgendwas hat es damit auf sich. Ach doch, ich habe schon eine Idee. Natürlich. Einfach hier raufjumpen. Und so geht's dann zum Altar. Natürlich. Okay. Den Schrein haben wir auch. Sehr gut gelöst. Drei Schätze inklusive, die wir aufnehmen konnten. Nice. Prüfung gemeistert. Wir haben es geschafft. Zeichen der Bewährung haben wir auch. Nummer 4. Mal wieder. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Und ich würde sagen, unser Dienst geht weiter. Und zwar beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht, bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, bis dahin, meine Lieben, macht es gut.